Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu South Park, The Fractured Butthole. Wir beginnen die Folge mal woanders, als wir sie letzte Folge beendet haben. Und zwar habe ich mir einfach gedacht, um euch hier mal ein bisschen Zeit zu sparen, schaue ich einfach mal selber schnell durch die Geschäfte durch und schaue, ob es hier irgendwas Neues zu kaufen gibt. Weil mich irritiert das immer noch so ein kleines bisschen, dass auf der Karte hier diese Sterne sind. Und ja, das heißt wohl auch, dass es da was Neues gibt, aber das muss ja nicht heißen, dass es auch was Interessantes gibt. Das sind also hier entlang der Geschäfte meistens bloß irgendwelche neuen Artefakte, die ich nicht wirklich brauche und auch woanders herkriegen kann. Aber ich habe dabei noch ein paar Sachen gefunden, die ich beim ersten Mal, als ich hier war, übersehen habe. Das erste seht ihr hier links schon an der Wand glänzen. Das ist nochmal so ein Yaoi-Bild. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Genital-Rabu. Das geht schon ein kleines bisschen weiter als die anderen Bilder, aber gut, okay. Wem es gefällt, ne? Dann, bei Freeman's Tacos ist auch noch einer, und zwar haben wir was, an das wir glauben können. In der Toilette. So, und zwar genau hier. Kannst du meine Gedanken lesen? War ich eigentlich hier schon auf der Toilette? Ich glaube nicht, oder? Schwierigkeitsgrad 4, Alter. Wonach richtet sich das überhaupt? Nach der Größe der Schüssel? Der Tiefe? Der verfügbaren Wassermenge bei der Spülung? Wann ist eine Toilette schwieriger als eine andere? Komm, 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 Gas sammeln! Du Scheiße. Komm. Verstanden? Ach du Scheiße. Weil wir sind auf der Toilette. Das ist ein voll der Wortwitz und so. Oh Gott, das ist ja. Das ist ja. Schwierig. Das ist ganz schön knifflig. Jawohl! Oh, gerade noch so geschafft. Okay. Das ist ganz schön schwierig. Das eine nach links und rechts, das andere hoch und runter. Das fordert meine Multitasking-Fähigkeiten ganz schön ab. Ich bin ja eigentlich gar nicht multitaskingfähig. Ich bin ja eigentlich monotasking. Ich kann halt nur eine Sache. Willkommen bei Freeman's Tacos. Und die nicht gleichzeitig. Was auch immer. So, ein Bild, zwei Bilder, eine weitere Toilette war hier noch. Und dann gibt's hier ein neues Selfie, weil Sheila, also Kyles Mom, ist jetzt auch bereit, mit uns ein Foto zu machen. Nehmen wir das doch mal mit, okay, sie hat uns offenbar Foto, verziehen, nur, wenn es schnell geht, dass wir sie vermöbelt haben. Und ich habe da hinten gesehen, da ist noch so ein Yaoi-Bild. So. Lächeln, Miss Brovlovsky. Dann sehen wir uns auf Kunstagram. Was, Jungs, spielt jetzt wieder schön brav miteinander oder muss ich wieder wütend werden? Ja, was denkst du denn, was du machen kannst, wenn du wütend bist? Ich hab dich schon mal geschlagen, das kann ich jederzeit wieder tun. Okay. Nein, komm, wir sind nett. Harte Süßigkeiten. Ja, I see what you did there. So, ein weiteres Bild. Drei weitere Bilder insgesamt schon. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Tolles globales Finanzsystem? Eher ein Finanzsystem, was gerade so nicht auseinanderfällt. Oh, hier war ich schon. Sorry. So, dann war es das jetzt eigentlich fast schon. Was ist denn das hier nochmal? Ist die Post? Du, nee, hä? Du bist dieses Wolfskind aus dem Fernsehen. Was? Ja, von mir aus. Nein, ich bin das Kind, dessen Vater seine Mutter gevögelt hat. Sie wissen schon, diese ganz traumatische Sache. War überall in den Nachrichten. Vater vögelt Mutter. So, was ist denn hier jetzt? Was ist in der Wanne? Was zum Teufel ist in der Wanne? Was zur Hölle ist in der Wanne? Das ist doch jetzt nicht etwa... Geht. Okay, verbessertes Gegengift. Alter, was... Na, will ich das überhaupt wissen? Was soll's? Hallo? Oh, gesperrt. Ah, ich sehe schon, hier oben kann ich wieder was machen. Ach ja, es sind noch sehr viele Dinge. Oh, hier hinten ist ein Bild. Was ist denn das?
Sind das für... Alter, guck dir mal die Babys da oben an. Schieb mich höher. Was zum Geier? CBAA. Ach, wann? Ach! Jetzt weiß ich's wieder. Das war, Crack Baby... ich komm grad nicht drauf. Crack Baby Basketball war das. Crack Baby Basketball Association oder so. Jetzt weiß ich's wieder. Alter. Das war hier oben. Und das ist dann demzufolge ein Whirlpool mit Schokolade oder was? Oder ein Karamell-Whirlpool? Krass, das war also hier oben los. Aber wie komme ich in die Kiste? Ich weiß es gerade gar nicht. Na gut. Den kriegen wir schon noch raus. Vielleicht ist der Schlüssel in der Wanne und ich muss das irgendwie erst mit dem Rohr ablassen. Achso, hat sie noch was zu sagen? Schönes Büro, oder? Stink hier bitte nicht alles so grauenhaft voll. Doch. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Ach, ist das Wendys Mutter? Aber was machten die hier nochmal? Also oben das Büro habe ich jetzt erkannt. Das war das mit diesem Crack Baby Basketball, die EA-Folge. Aber... Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Naja, was auch immer Wendys Mom hier macht, ist mir egal. Zum Post Office kann ich auch nochmal gehen, weil ich habe ja, glaube ich, so einen Schlüssel bekommen im Wald. Schauen, was da noch drin ist. Und dann gehen wir aber auch rüber hier zu den Dealern wegen Classys Medizin. Predator-Streifen. Oh, interessant. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Oh mein Gott! Nein, wirklich nicht. Da muss ich absolut zustimmen. Sich gegenseitig ins Gesicht furzen, das geht ja gar nicht. Kinder, furzt euch nicht gegenseitig ins Gesicht. Erst recht dann nicht, wenn das eure Superkraft ist. Oh, da hier oben? Ah, okay, gut. Warte mal, ist das nicht Captain Später Einsicht? Sieht so ein bisschen so aus. Hallo? Was steht an beim Selbstjustizler? Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Nein, mein Vater hat meine Mutter gevögelt. Schlimm, oder? Ich denk nach Stille oder ich hab nichts im Hirn Stille. Das ist die Schlag dir gleich auf die Fresse Stille. Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Warum bin ich nicht besonders? Guck mal, ich sammle ganz tolle Bilder. Twilight Boy Zoo. Twilight. Hero or Menace. Costumed Vigilante. Cool, ich bin schon in aller Munde. Ja, okay, aus dem hier ist offenbar erstmal nichts rauszuholen. Aber ich habe offenbar einen neuen Erfolg freigeschalten, was diese Yaoi-Bilder angeht. Okay, was soll's. Unplanned Parenthood? Nee, Moment, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Für den nächsten Hauptauftrag, meine ich. Ach doch, zur Post, okay. Jo, da war ich ja eigentlich schon richtig. Kann ich hier nicht durch? Das letzte Mal konnte man hinten diese Post... Diese Postboxen plündern. Ja, wo ist denn ihre Medizin? Oh, Member Berries, habe ich die schon? Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich glaube, die hatte ich schon. Ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Was genau muss ich hier tun? Moment. Gehe zu... Ach, na, ich bin... Entschuldigung, ist schon wieder 2 Tage her, seit ich hier gespielt habe. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal so geht, ne? Ich habe immer bei anderen Let's Playern drüber gelacht, wenn die irgendwie gesagt haben, ich weiß nicht mehr, wo wir lang gegangen sind, was war denn letzte Folge los, ich weiß es gar nicht mehr, müssen wir das mal orientieren. Da habe ich immer gelacht und habe so gedacht, wieso weißt du das nicht? Es ist gerade mal eine Woche, du wirst ja wohl was über eine Woche merken können. Ja, und siehe da, 2 Tage später und ich habe keinen Plan mehr, wo ich zu den Quests hin muss. Und ich sag übrigens immer Quests, ne? In Rollenspielen, auch wenn es hier streng genommen Mission heißt, aber ich sag immer Quest. Oh, hallo Mädels.
Wie geht's uns denn? Ich darf keine Verbündeten rufen. Das ist, das, eigentlich sollten wir irgendwann verzeihen, dass ihr uns unsere Kundschaft gestohlen habt. Aber nein, sorry. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Ich hab übrigens vorhin ein Essen gespuckt. Scheiße. Wer ist denn als nächstes dran? Mädels, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Okay, pass mal auf. Du bist zuerst dran. Oh, die sterben aber auch mit einem Angriff. Also, sterben. Also, man kann sie mit einem Angriff K.O. hauen. Oh, hier, ich. Wenn ich nicht angreifen darf, dann darf sonst auch keiner. Neue Regel. So, ja, sehr gut. Moment. Prügel dich mal in die hier rein. Au! Das hast du jetzt gerade nicht wirklich gemacht. Doch, hab ich. Das wird so ein Spaß. Darf sonst noch was sein? Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Ja, warte mal ab. Nee, Moment. Ich wollte eigentlich den hier machen. In der Hoffnung, dass sie das beide umhaut. Na, ja, schade, tut's nicht, aber egal. Eine weitere ist down. Aber es kann nicht so einfach sein. Es kann nicht so einfach sein. Das wirst du spüren, wenn du in die Pubertät kommst. Ja, das sehen wir noch. Moment. Schockfrosten. Ich muss mein Make-up checken. Jo, dann check mal. Ich verprügel so lange deine Freundin, ja? Und nochmal. Oh, das war eigentlich der falsche Angriff. Ich wollte sie tiefkühlen. Also sie kann sich auch gar nicht so weit bewegen. Ja, was soll's. Ich gefriere sie nochmal. Ich bin gleich bei 0 Grad Kelvin. Oh, die ist aber vergleichsweise tapp. Oh mein Gott, wieso ist heute nicht Flanellfreitag? Ja, keine Ahnung. Dann mal kurz. Alles okay, Au. Bei dir, Schätzchen? Ja, und bei dir so? Nicht zu kalt? Sorry, Mädels, ich schlag echt nicht gerne Frauen, aber Selbstverteidigung ist nun mal ein Grundrecht. Vor allen Dingen, wenn man Massenvernichtungswaffen gegen mich einsetzt. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Vergiss es. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen. Ich werde voll getrollt! Du wirst nicht getrollt, du siehst einfach nur scheiße aus. Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht! Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt. So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch! Ich muss sofort an den Computer! So eine Scheiße! Hallo, Wunderarsch! Oh, was? Keine Sorge, ich kündige all ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen, da kann man sich eine Menge Feinde machen. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Was meinst du? Glaubst du, dass Mädchen so gute Gamer sind wie ihr Jungs? Ja. Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu, du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Call Girl, cool. Ja, danke, Call Girl. Okay, Wendy hat also ganz offensichtlich jetzt auch eine Superhelden-Persona. Und sie ist ziemlich tough. Allerdings dürfte dann so jemand wie ich sowas wie ihr ultimativer Nemesis sein. Ich bin nämlich überhaupt nicht auf irgendeiner Social-Media-Seite wirklich aktiv.
Naja, was soll's. So. Schau mal ganz kurz. Ist sie jetzt hier schon aufgeführt? Nein, ich glaube nicht. Ach hier, guck mal, das könnte ich mal nachgucken. Geralt auf Drogen. Und zwar mit Drogenfläschchen kann ich ihn beschwören. Krieger von Nippopolis. Entkorke ein Drogenfläschchen, um Geralt auf Drogen zu beschwören. Ein Krieger auf der Suche nach einer Vision des Landes von Nippopolis. Dieser Busenarena-Meister bombardiert Gegner mit einem Flächenangriff. Dies ist das Schicksal von jedem, der sich zwischen ihn und den dicktätigen Elfen der Mamari-Berge stellt. Das sollte man ja auch echt nicht tun, ne? Ist Korgol hier schon irgendwie aufgeführt? Nein? Okay. Aber ja, natürlich sind Mädchen genauso gute Gamer wie Jungs. Ist es nicht jetzt zurzeit sogar so, dass statistisch 40% der Mädchen Gamer sind? Moment. Ich kann hier was machen und da oben. Muss ich vielleicht das erst umwerfen und dann kann ich da hoch? Naja, mal schauen. Liegt ja quasi auf dem Weg. Kann man mal mitnehmen. Was auch immer hier für ein Secret wartet. Danke, Captain Diabetes. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. So. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat, die hier kaputt zu machen. Die Toilette kann ich wieder reparieren, aber ich hau erstmal das hier runter. So. Dann mache ich das hier mal wieder ganz. Ich bin doch auf deiner Seite. Oh, aber der Baucontainer hier ist aber immer noch eingedellt. Naja, was soll's. Tut mir leid, das zahlt die Versicherung. So. Was kann ich jetzt hier oben machen? Übereinstimmen? Hallo? Ach so, okay, von da oben aus. Toll. Captain, sorry, ich brauch dich nochmal. Du musst die gleiche Toilette schon wieder umwerfen. Tut mir leid. Diabetes zur Rettung! Ja, tut mir leid, du musst das jetzt nochmal durchmachen. Im Anflug. Bis später. Krass. Krasser Typ. So. Einmal. Drachenkur. Bereit? Ja, ich glaub an dich und deine Fürze. Was? Was? Hä? Was? Halt, Moment, er steht jetzt immer noch da oben, hä? Moment, ich mach das jetzt mal hier oben. Ist die Toilette wieder da? Ach so, und jetzt kann er dann vielleicht auf die Toilette springen und dann auf den Container, also auf diese Palette da und... Jetzt komme ich hier hoch, alles klar. Patriotenanzug! Von Amerika. Hätten sie jetzt einen mit Deutschland vorne drauf, hätte ich ihn genommen. Ich bin kein Nazi. Bereit? Wow, wow. Aber eben auch kein Amerikaner. Deswegen steckt doch euren Patriotenanzug sonst wohin. Nein, komm. Ich behalte mein Outfit. Ich finde das cool. Es ist dezent. Es passt zu mir. Da hinten ist noch eine Katze. Die rennt aber jetzt wahrscheinlich in den Busch da. Tut sie wirklich? Und ja, auch hier kann ich das wieder zurückspulen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Also was ich jetzt machen soll, um die zu fangen. Mal schauen. Ich halte mich damit aber jetzt nicht auf, denn... Wie gesagt, ne, ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir dann später noch eine Fähigkeit kriegen werden, wo das dann geht. So, jetzt muss ich aber irgendwie hier reinkommen. Kann ich das vielleicht zurückspulen? Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Ja, es funktioniert halt nicht, ne? Pech
für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Ja, ich weiß, Mr. Freeman. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Das weiß ich auch, Mr. Freeman. Erklären Sie mir was, was ich noch nicht weiß. Was? Käse-Shrimp-Burrito-Rezept. Alter, das klingt ja lecker. Käse und Shrimps. Passt das überhaupt zusammen? Was ist das? Beschafft dir eine Habe ich nicht schon alles? Mach dir keine Sorgen um das Sicherheitssystem. Wunderarsch, ich bin mir zu 60% sicher, dass das nur lackierte Plastikwaffen sind. Ja, das habe ich schon ausgetestet. Sind es nicht, Fettarsch? Oh, was haben wir denn hier? Scarabeus von Relay. Was war das nochmal? Laut Mysterion ein Abbild einer Mikrobestie aus der Unterwelt, die sich von den Eiern der Verdammten ernährt. Interessant. 9% Ultimativkrafterholung. Ich habe aber keinen Kleber. Den Stachelanzug könnte ich mir machen. Mache ich auch. Sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hier. Ich brauche eine Tortilla. Komponenten. Super scharfe City Shrimps. Also muss ich zum City Walk wahrscheinlich. Halt, nein, nicht wegdrücken. Und was ist das? Skeeters dachgereifter Käse. Dachgereift? Okay. Skeeter war, glaube ich, der rothaarige Typ, oder? Egal. Erstmal zum City Walk, da müsste es die Nudeln geben. Kann aber gut sein, dass wir hier jetzt vielleicht auf die Ninjas treffen, oder? Ah nein, Quatsch, ist das Raisins, bin ich bekloppt. Hey. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Ja doch. Ich mach nur Selfies mit Assassinen, da stehe ich total drauf. Halt, Moment, einer von denen wollte doch ein Selfie mit einem Elementaristen machen, ne? Ich folge nur Cyborgs, das ist mein Ding. Ach, Alter. Aber einer von denen wollte ein Foto mit einem Elementaristen machen. Keine Arschtritte, Brutalist. Ha? Machen wir ein Foto. Okay, Brutalist, das kann ich machen. Huhu! Jason. Danke, und ich glaub, wir sehen uns. Nein, warte. Ich glaube, der Typ hier wollte mit einem Elementaristen ein Foto machen. Ich folge nur Psychikern. Oh, er folgte nur Psychikern. Na dann. Okay, ich glaube, hier muss ich echt auf die Klasse wechseln, ehe ich hier alle Fotos kriege. Klar, machen wir ein Bild. Ja. Wuhu! Nate. Alles klar und viel Erfolg mit den Elementen. So, kann ich jetzt vielleicht hier hinten rein irgendwie? Das ging ja am letzten Mal nicht, oder? Du kannst dein Essen ja mitnehmen, Süßi. Ich hab zu tun. Ja. Bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran, ein Selfie mit dir zu machen. Ein Pass? Oh, ein Pass. Heißt das, ich komme nochmal nach Kanada im Laufe des Spiels? Ah, was soll's. Okay, ich glaube, hier geht erstmal nichts mehr. Ah, das muss ich mir merken. Hier oben kann man jede Menge Selfies machen, wenn man bestimmte Klassen hat. So, jetzt muss ich aber mal weiter hier. Die Richtung. Irgendwie müssen wir hier mal vorankommen, ne? Ich glaube, was sagt nur ob die Zeit, ja. Ich bin ja wieder 20 Minuten dabei, nur Blödsinn für zwischendurch zu machen. Oh, was? Hallo, was zur Hölle? Sind die blöden Viecher? Hey, ihr Schwachmaten. Kommt her und kämpft. Alter, Kacke. Mann. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Hier oben. Da muss ich hin. Da ist City Walk. Da ist Skeeter mit seinem Käse. Und hier kriege ich die Tortilla her. Also muss ich wahrscheinlich zuerst nochmal zum Morgan Freeman zurück, oder? Ja, viel was anderes bleibt mir jetzt gerade nicht übrig. Mist. Alles klar, gut. Sorry, dann war ich jetzt umsonst hier oben.
Also nicht ganz. Aber ja, Mist, jetzt muss ich ja wieder zurücklaufen. Ja, ist ja gut. Der Witz ist, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas in Amerika wirklich gibt. Oder wirklich geben könnte. Ein Sicherheitssystem, was bestimmte Leute erkennt, dann einfach abknallt, wenn die rein wollen. Aber das heißt natürlich, ich muss jetzt nochmal hier durch. Jetzt kann man nicht wieder die Raisin Girls, oder? Nein, ich glaube nicht. Oh, guck mal. Wer wartet denn hier? Hallo? Wo willst du hin? Tut mir leid, aber ich habe einen Erfolg, den ich bekomme, wenn ich euch alle umklatsche. Moment, ich würde gerne mal... Es tut mir leid, es heißt nichts, dass ich was gegen Behinderte habe, aber ich finde seine Ulti, ehrlich gesagt, ein bisschen Banane. Deswegen, ich nehme mal ihn wieder. Der ist eigentlich viel nützlicher, gerade hier mit seinem gewaltigen Laser. So. Ich meine, gut, die sind jetzt auch ein bisschen unterlevelt, die Girls hier, aber... Was soll's? Sicher ist sicher. Besser, ich habe ein gutes Team dabei. Bestellt ihr Süßen? Ich nehme meine Blutprobe. Ja, ich würde gerne bestellen. Und zwar hätte ich gerne deine Schmerzen. Viele davon, wenn es geht. Moment. Ja, ganz kurz gucken. Oh, das haut sie direkt um. Dann machen wir das mal. Die haben überhaupt keine Chance. So, sie setzt aus, sehr gut. Ich bin dran. Tja, Mädchen und ihre kalten Füße, ne? Nimm das. Ja. Die Schurken prallen einfach an dir ab. Fühlt den Zorn von Humankind. Ja. Oh, fühlt die mangelnde Reichweite von Humankind wohl eher? Kacke. Okay, pass auf, dann gebe ich ihm jetzt einfach mal ein Schild. Nur für den Fall. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy. Oh, oh nein! Daran habe ich nicht gedacht. Bei ihm ist das ja die Schwäche, ne? Die Raisin Girls. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht damit heilen hier, oder? Ja, nee. Geht leider nicht. Dann stelle ich mich jetzt mal hier hin. Und lass sie. Hallo? Hallo? Ach so, falsche Fähigkeit. Ach, ich bin so doof. Gut, dann boxe ich sie mal in ihre Freundin rein. Bums. Sie kann sich nicht so weit bewegen. Schön. Nein, jetzt kommt er hier wieder. Igitt. Ja, alles in Ordnung. Macht doch überhaupt keinen Schaden, die Alte. Diabetes-Time. So. Mal den hier. Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Ich bin drin. Okay. So, einen Moment. Ich heil euch mal. Ich kann doch dann bestimmt auch Moskitos Zug überspringen, oder? Wenn der jetzt hier verführt ist. Werden länger leben als er. Darf ich darüber lachen, oder? Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Ah, Schockposten. Sehr gut, Wunderarsch. Oh, ich habe gerade gemerkt, ich habe ja Ulti. Ja, ich hab voll Spaß, dabei zuzusehen, wie du an meinem Schutzschild abprallst. Nein, sorry, du greifst nicht an. Weil du für den Gegner gekämpft hast, du Trottel. So. Brutale Stärke gegen Mädels. Ist eigentlich grundsätzlich falsch. Aber das ist ein Videospiel, da kann man Dinge tun, die man im echten Leben sonst nicht tun würde. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert.
Laut Wetterbericht Hagelschläge. Ach man, okay, er wieder mit seiner begrenzten Reichweite. Gut, dann hältst du jetzt einfach mal deine Freunde. Wohlbekommt's. Danke. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Mach sie fertig, Saftsack. Das glaube ich ihr. Wie es bei ihr zu Hause abgeht, meine ich. Mein Saugrüssel steht auf. Hä, aber wieso kann sie ihn jetzt... Blut. Oh, Kacke. Nein, ich will nicht meinen Freund angreifen. Moment. Ich will sie angreifen. Friss nun weg. Oh, Blutgruppe B. Du bist sicher ein echter Partyhengst. Oh, zwei Lebenspunkte. Ernsthaft? Ja. Du musst dir bessere Freunde suchen. Mich zum Beispiel. Hätte auch echt noch knapper sein können. Aber jetzt kann ich sie mit dem Laser treffen. Komm, dann kannst du hier auch mal noch was Nützliches machen. Hurra, Zitronenriegel für alle! Was hat er mal mit seinen Zitronenriegeln? Naja, egal. Weiterer gewonnener Kampf. Raisins Rüpel. Ja, es gibt ja einen Nebenauftrag, ne, wo ich für Mosquito ist ein hässliches und wertloses Stück Müll. Ja, es gibt einen Auftrag von ihm, wo ich alle Erfolge freischalten muss, die was damit zu tun haben, Raisin Girls zu verprügeln. Deswegen, sorry. Wie gesagt, ich schlag nicht gerne Mädchen, aber ist nun mal Spielziel, ne? Hallo, Mr. Freeman. Ich brauche eine Tortilla, bitte. 3, 3, 4. Okay. Danke sehr. So, jetzt ist die Frage, die Tortilla habe ich, aber ich komme halt da oben nicht hin, ohne durch diese elektrischen Pfützen da. Oder Moment. Ah, okay, verstanden. Das habe ich übersehen. Ich kann eventuell da oben über den Wald dahin. Da komme ich dahin, dank Captain Diabetes. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ja, sehr schön. Das kommt mir gerade gelegen, denn ich muss ganz schnell dahin. Sagt mir überhaupt die Zeit. Oh, Leute, sorry, die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Entschuldigung. Wir haben leider nicht viel mehr geschafft, außer eine Tortilla zu kaufen. Naja, gut, okay. Zumindest wissen wir jetzt, was wir als nächstes machen müssen. Und, ich habe dann zum Schluss auch meine Blindheit überwunden und weiß jetzt auch, wie ich da hinkomme. Okay, lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!